Es war ein 80-jähriger alter Mann. Und jetzt bitte. Hey ho Leute und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es um meine furchtbarsten, schlimmsten und schrecklichsten Dates, die ich je hatte. Oder generell nur Dates, die einfach nur blöd verlaufen sind. Okay, Nummer 1. ja. Das war ganz... Ich fange mit den leichtesten an und das ist jetzt eine Serie, die über mehrere Videos geht, weshalb das jetzt Teil 1 ist und ich werde eine Playlist erstellen. Das sind so viele Dates, die kann man nicht aufziehen. So. Genau. Date Nummer 1 war, also ich fange jetzt mit dem niedrigsten an, so, war ein Typ, den ich über Planet Romeo kennenlernen durfte. Naja, kennengelernt habe. Ich kann es nicht aussprechen. Der war wirklich schlimm. Fake-Profil. Also auf Planet Romeo war es ein richtig hübscher Typ und in Real Life war es ein Typ, der überhaupt nicht in meiner Spalte gewesen wäre. Also gar nicht mein Fall. Aber gar nicht, sage ich jetzt mal. Nein, der war gar nicht mein Fall. Und ich bin eben, habe mit ihm das eben ausgemacht, dass wir uns bei einem Park, bei ihm in der Nähe und bei mir in der Nähe, oh Gott, das war noch vom Nachbar, treffen und dann haben wir uns eben dort getroffen. Also nicht ich und dieser bildhübsche Kerl auf Planet Romeo. Nein, ich und ein sehr unattraktiver, alter Mann, sage ich jetzt mal. Ich nenne ihn jetzt einfach Norbert. Der liebe Norbert hat dann gemeint, er würde sich eine Zeit lang neben mich auf der Parkbank hinsetzen. Und irgendwann ist er dann so zu mir so rüber am Knie so und hat so gesagt, na hübscher, hast dich hübsch gemacht für unser Date, Liebes. Und ich so, was zum Teufel bin ich jetzt in einer schlechten Hänsel und Gretel Story oder was? Zum Teufel passierte gerade. Und der greift so an meinen Oberschenkel und ich so... Bitte, weg von mir. Und dann hat er gesagt, na, ich bin der Adam, den du auf Romeo geschrieben hast. Und ich so, nein, bist du nicht? Und dieser Norbert war dann im Endeffekt ein 80-jähriger Mann, der sich höchstwahrscheinlich dachte, ja, kriege ich mit meinen Falten, die mir... von da bis da runterhängen, höchstwahrscheinlich keinen hübschen jungen Mann und gebe mich als ein Fake aus. Naja, im Endeffekt war es dann das auch und ich habe so zum Norbert gesagt, du mach dir ein reales Profil, da bekommst du viel mehr Leute, als wenn du einen Fake-Account machst und das ist dann eh total der cooler ist, ne? Also, ja. Dieser Norbert war einfach nicht so richtig, dieser wunderbare Mensch. Einfach ein Fake-Profil, um sich an junge, hübsche Männer ranzuschleichen, sage ich jetzt mal. Aber ja, nein, das war überhaupt nicht... Ah! Das war schon ein sehr schlimmes Date, aber es geht noch schlimmer. Schaut euch einfach meine nächsten Videos an, dann wisst ihr, was ich meine. Oh Gott, das geht wirklich noch schlimmer. Und also, ja, jetzt kommt vielleicht noch so ein kleiner Trigger vom nächsten Video, ne? Bye.